Hallo, liebe Freunde, hier ist wieder die Silbenfee mit einem neuen Beitrag. Ja, ich habe die Sommerpause abgekürzt, wegen des regen Interesses an meinem Thema Eingänge zur Unterwelt. Ich werde mehrere Teile erstellen, da das Thema sehr umfangreich ist. Und heute beginnen wir dann mit Teil 1, Torhüter und Wächtersteine. Es gibt jetzt auch einen Telegram-Kanal von mir, den verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Schaut doch mal rein, ist zurzeit noch ziemlich ruhig dort, aber das kann sich ja noch entwickeln, den habe ich erst 2-3 Tage jetzt. Ja, in meinen Ausführungen, das habe ich ja in meiner Vorankündigung schon gesagt, aber wer den nicht gesehen hat, sage ich es nochmal, also ich beziehe mich auf Dr. Heinrich Kusch, der als Prähistoriker und Anthropospeleologe an der Karl-Franzens-Universität in Graz gelehrt hat. Speleologe ist Höhlenforscher. Die Speleologie ist die Höhlenforschung. Ja, er ist also kein Esoteriker, sondern Wissenschaftler. Deshalb betone ich das so, das ist ganz wichtig für dieses Thema. Also Herr Dr. Kusch sagt nur, was er auch belegen kann, was er erforscht und untersucht hat. Er bezieht sich gemeinsam mit seiner Frau Ingrid Kusch in seinen Werken und Vorträgen vor allem auf Österreich, insbesondere dort auf das österreichische Bundesland Steiermark. Es gibt aber unterirdische Ganganlagen überall in Europa, nämlich in Deutschland, vor allem dort in Bayern, in der Schweiz, England, Frankreich, Schottland, Tschechien und Irland. Allein in der Steiermark gibt es 574 Anlagen rund um die Stadt Vorau im freien Gelände und 154 unter Kirchen oder Häusern. Ja, Herr Dr. Kusch stellt die These auf, dass Menhire und Lochsteine quasi eine ähnliche Funktion hatten wie heutige Straßenschilder oder Hinweisschilder, nämlich auf unterirdische Ganganlagen, also frei nach dem Motto, hier geht's rein in den unterirdischen Gang. Ja, das belegt er auch. Das führe ich jetzt genauer aus. Aber zunächst, was sind Menhire? Was sind Menhire? Was sind Lochsteine? Das Wort Menhir stammt von den bretonischen Begriffen Men für Stein und Hier für lang. Und bedeutet also langer Stein. Die kleineren Menhire wurden in einigen Gebietsabschnitten Europas mit Bohrungen versehen und werden im deutschen Sprachraum deswegen Lochsteine genannt. In der Fachliteratur nennt man sie Holed Stones. Sie kommen in großen Mengen im Vorauer Gebiet und der weiteren Umgebung, aber auch vereinzelt in der Weststeiermark vor. Heute werden sie von den Leuten als Haussegenssteine, Grenzsteine, Gattersteine bzw. Torsteine oder Torhüter bezeichnet. Lochsteine dagegen sind schlanke oder mächtig breite und bis zu 2 Meter aus dem Boden herausragende Steinsäulen, die oft eine schmale und eine breite Seite besitzen. Die Spitze dieser Steine wird, falls sie nicht zerstört wurde, durch eine oder zwei schräg bzw. pyramidenförmig zulaufende Kanten gebildet. In der Breitseite befindet sich mindestens ein gebohrtes Loch. Es gibt auch Lochsteine mit 2 gebohrten Löchern. Welches bei Originalsteinen einen Durchmesser von 3 cm bis 3,5 cm hat und sich im oberen Drittel des Steines
meist 1 Meter bis 1,50 Meter über dem Boden befindet. Das passt ja schon gut zur Höhe der Ganganlagen. Wie ich ja schon in meiner Vorankündigung gesagt habe, sind die zumeist 1 Meter bis 1,60 Meter hoch. Also für heutige Verhältnisse sehr niedrig. Genauso verhält es sich mit den Löchern in den Lochsteinen. Ist das Loch größer als 3 bis 3,5 Zentimeter, so wurde es meist später, oft in der Neuzeit, nachgearbeitet oder durch Nutzung ausgeweitet. Der Lochstein hat einen Sockel, sonst würde der ja einfach so im Gelände umfallen. Der Sockel ist entsprechend tief in die Erde eingelassen. Ja. In der nordöstlichen Steiermark gab es viele hundert, wenn nicht tausend zum Teil, tonnenschwere Menhire und Lochsteine, die in der Landschaft aufgestellt waren. Das ist also eine Tatsache, das ist keine Vermutung, sondern das konnte man nachweisen. Nach wissenschaftlicher Erkenntnis und durch zahlreiche Funde im europäischen Raum belegt, gehören Menhire und Lochsteine in den Zeitraum der europäischen Megalithkulturen. Die hatte man von ca. 3500 bis 6500 Jahre vor heute. Sie fallen also in die Epoche des Jungneolithikums, also der jüngeren Jungsteinzeit oder der Frühbronzezeit. Also 3500 Jahre vor heute, da haben wir die Bronzezeit. Sie fanden speziell in der Neuzeit, vielleicht auch schon im Spätmittelalter, im Raum der Steiermark als Gatter, Zaun, Torzaun oder Grenzsteinverwendung. Einige dieser Steine befinden sich bedauerlicherweise nicht mehr auf ihrem Originalstandplatz, weil sie versetzt worden sind. Also den Originalstandplatz, das nennt man in situ, das heißt einfach am Ort, ist lateinisch. Und das ist insofern ganz schlimm, also ich werde noch erklären, warum das so schlimm ist, wenn man die einfach von ihrer Stelle entfernt und woanders wieder aufstellt. Das bringt das ganze System durcheinander. Ja, also in der Vergangenheit wurden nachweisbar hunderte Lochsteine von den Originalschauplätzen entfernt, teilweise durch die Kirche, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, oder auch, weil sie bei der Feld- und Waldarbeit, beim Hausbau oder Straßenbau im Wege standen und allein durch die Aussagen der Bevölkerung weiß man heute, dass in den letzten 60 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg beim Straßenbau oder Wegebau und bei Flurbereinigungen in der Umgebung von Vorau, also es ist diese Stadt in der Steiermark, worauf sich Dr. Kusch ja in seinen speziellen Ausführungen hier bezieht. Also dort gab es zwischen 100 und 200 solcher Lochsteine und auch zahlreiche Menhire, die eben wegen solcher Straßenbauarbeiten und Flurbereinigungen entfernt, zerschlagen oder vergraben wurden. Ja, furchtbare Sache. Gut, für euch ist das vielleicht nicht so furchtbar, also ich finde das furchtbar. Davon werde ich im Video auch keine Bilder zeigen. Also für mich ist das unerträglich, wie die da im Straßengraben liegen. Das kann man sich ja dann so selber vorstellen. Ja. So, man kann sich also vorstellen, außerdem, dass seit dem Mittelalter mit großer Wahrscheinlichkeit mehrere hundert bis tausend solcher Steinsetzungen versetzt, vergraben oder zerschlagen worden sind. Es waren also ursprünglich sehr viel mehr solcher Steine, Menhire und Lochsteine aufgestellt.
In der Steiermark. Ja. Damit entsteht für die Geschichtsforschung durch die laufende Entfernung dieser prähistorischen Kulturdenkmale ein nicht wiedergutzumachender Schaden. Die gegenwärtige Bevölkerung kann sich zwar noch genau erinnern, wo die Steine gestanden sind, aber schon in der nächsten Generation werden diese geistigen und kulturellen Hinterlassenschaften der Vergangenheit in Vergessenheit geraten. Da kann sich also in ein, zwei Generationen dann niemand mehr erinnern, wo die eigentlich gestanden sind. Ja, es ist also wichtig, das sage ich ja auch immer, ne? Man muss sich bemühen, also die zuständigen Gemeinden beziehungsweise auch die Grundbesitzer, die auf ihren Grundstücken solche Menhire haben, die werfen die ja auch teilweise um. Gibt es Fotografien von Dr. Kusch, da steht nebendran, neben dem umgelegten Menhir von über 50 Tonnen, dann die Viehtränke, eine alte Badewanne. Ja, also, nun ja, das spricht nicht gerade für das Kulturverständnis der ansässigen Bevölkerung. Also ich käme auf solche Ideen wirklich nicht. Nun ja, aber man muss eben nehmen, was noch da ist und woran man noch forschen kann. Und was vor allem noch in situ an Ort und Stelle steht, wo es immer gestanden hat. Da gibt es nämlich ganz bestimmte Phänomene, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ja. Also, was hatten die Lochsteine und Menhire für eine Bedeutung? Wo finden wir sie noch auf unserem Planeten? Welche Funktionen erfüllten sie einst und vor allem aus welcher Zeit stammen sie? Also darüber haben sich also schon Generationen von Wissenschaftlern und auch Privatforschern Gedanken gemacht, die dann auch zu recht unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Aufgefallen ist, dass sich diese Steine laut Literatur über starken Erdstrahlenfeldern befinden und die Löcher in den Lochsteinen den Verlauf dieser sogenannten geomantischen Linien offensichtlich anzeigen sollen. Ja, da gibt es also auch die Theorie, dass die Sommer- und Wintersonnenwende anzeigen sollen, wenn man durch die Löcher schaut. Das ist aber nicht bei allen der Fall. Und also Herr Dr. Kusch vertritt die These nicht, ne? Ja, also bei denen, die noch an Originalplätzen stehen, ist es nur bei einigen so. Ne? Also man darf auch nicht immer von den megalithischen Großbauwerken à la Stonehenge nun gerade auf jeden Menhir und jeden Lochstein schließen. Ne? Also ich finde die Funktion als Hinweisschilder auf unterirdische Ganganlagen sehr viel schlüssiger. Ne? Also das führe ich ja jetzt im Weiteren dann auch aus. Ne? Warum und wieso? So. Also Menhire und Lochsteine, die gibt es sowohl in Asien, zum Beispiel in China, Indien, Myanmar, als auch in Europa, wie gesagt, Deutschland, Frankreich, Irland, Malta, Österreich, Schweiz, Schottland, gibt es die Lochsteine und Menhire. Hingegen sind auf der ganzen Welt Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika und Australien vorzufinden. Sie werden weltweit als Relikte prähistorischer Kulturen angesehen und in Zentraleuropa in den Zusammenhang mit den vor rund 3500 bis 6500 Jahren vorherrschenden Megalithkulturen gestellt. Ja, da habe ich ja schon mehrere Videos dazu gemacht, zur Megalithkultur. Verlinke ich euch vielleicht in diesem auch nochmal. Natürlich gehören die Menhire auch dazu.
Und ja, da gibt es eben die These, zufällig und überall. Das führe ich auch in den Megalith-Kultur-Videos aus. Ne? Also, ja, dass sie halt in Australien, in Asien, Afrika, Nord- und Südamerika zu finden sind. Die Megalith-Bauwerke, ja, das ist halt zufällig und überall. Da kommt man dann immer mit den Bibern. Biber bauen ja auch auf der ganzen Welt Dämme, obwohl sie sich nie getroffen haben. Ja, wobei Biber führen ja eine Instinkthandlung aus. Also, ich verlinke euch nochmal die Videos, wie ich und diverse andere Quellen die Megalithkultur sehen. Ja. Also als weltumfassende gemeinsame Kultur eben. So. Über die Funktion der Lochsteine, also über die Funktion, liegen nur Berichte aus dem Mittelalter und der Neuzeit vor. Der eigentliche Verwendungszweck geriet im Laufe der Jahrtausende offensichtlich in Vergessenheit. Im Volksglauben und im Brauchtum hatten Lochsteine eine besondere kultische Bedeutung. So wurden früher am Perchtentag, das ist der 6. Januar, der Dreikönigstag, gibt es in Bayern Perchtenumzüge, in Österreich gibt es das auch. Und an diesem Tag wurde den Urwesen ein Speiseopfer dargebracht, das man auf die Lochsteine legte. Außer diesen Toten- und Weiheopfern gab es auch noch Abwehrzauberriten gegen Sturm und Unwetter, die am 29. und 30. Dezember ebenfalls in Form von Speiseopfern bei den Lochsteinen vollzogen wurden. In der Umgebung von Vorau hängt man noch heute am Neujahr Maiskolben neben den Lochsteinen auf. Ja. In einigen steirischen Haussagen wird auch von Lichtern berichtet, die bei den Lochsteinen und den Menhiren umherirren. Leuchterscheinungen bei aufgestellten Steinen existieren wirklich. Da zeige ich im Video dann auch Bilder, die bezeichnet man heute als Orbs. Ja, da werdet ihr mal staunen. Also es sind tatsächlich elektromagnetische Energiefelder, die sehr schnell aus der Erde dort aufsteigen, wo Menhire stehen und Ganganlagen sind. Dort, ja. Also Leuchterscheinungen bei aufgestellten Steinen existieren wirklich und konnten von vielen Menschen unabhängig voneinander an einigen Plätzen in der Oststeiermark beobachtet werden. In über 30 Erzählungen aus dieser Region wird von solchen Lichterscheinungen am Abend und in der Nacht berichtet. Dabei handelt es sich um helle, manchmal bläulich erscheinende Lichter, die aufblitzen und wieder verschwinden, weshalb sie von der Bevölkerung oft auch als Irrlichter bezeichnet werden. Es könnte sich um eine elektromagnetische oder auch um eine andere Energieform handeln, die dieses Leuchtphänomen bei bestimmten Voraussetzungen auslösen kann. Diese Lichter sind bei Nacht oft nur sekundenlang, manchmal auch stundenlang sichtbar, sind außerdem sehr klein und bewegen sich meist langsam über den Boden schwebend dahin. Die Lichterscheinungen, von denen wir hier sprechen, kommen meist direkt aus Waldböden oder Felsböden. Die Beschreibungen der Menschen, die diese Lichter gesehen haben wollen, sprechen von sich schnell bewegenden, senkrecht aufsteigenden oder waagerecht dahinfliegenden, sehr hellen Leuchtpunkten, die sowohl in der Dämmerung als auch in der Nacht zu sehen sind.
Es gibt auch noch eine weitere Art von Lichterscheinungen, die erst durch die Digitalfotografie bekannt geworden sind. Sie wurden in vielen Staaten Europas dokumentiert und sind kreis- oder kugelförmige Lichtpunkte auf digitalen Fotos, die heute als Orbs bezeichnet werden. Ja. Und bevor man darüber leichtfertig urteilt, sollten diese zuerst einmal ernsthaft wissenschaftlich untersucht werden. Es scheint sich hierbei um Energieformen zu handeln, die mit sehr hohen Geschwindigkeiten aus dem Gesteinskörper der Menhire oder Lochsteine oder der Erdoberfläche austreten. Dort, wo Ganganlagen sind. Ja. Tatsache ist, dass diese Phänomene vorwiegend im Umfeld bei Lochsteinen und Menhiren oder an Stellen, wo einst solche gestanden sind, aber auch an der Oberfläche über Hohlräumen und in den unterirdischen Gängen auftreten können. Ja, da komme ich auf jeden Fall auch noch dazu, dass es sich bei den unterirdischen Ganganlagen um Energieverteiler handeln könnte. Da komme ich aber später noch dazu, wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Es hat also viel mit Energie zu tun. Die Ganganlagen, die Menhire und Lochsteine, die darauf hinweisen, die Energie, die in Form von Leuchtkugeln aus den Gängen austritt oder sich auch in den Gängen befinden kann. Ja, das wird ja hier auch jetzt schon deutlich. Es wurde beispielsweise in der Oststeiermark von Grenzsteinen berichtet, wo abends ein glühender Feuerschein zwischen den Steinen zu sehen war, von einem blauen Licht, das ständig den Standort wechselte, von blauen Flämmchen, von umherirrenden hellen Lichtern, von kleinen herumschwirrenden Lichtern, von schwachen Lichtern, die auf Feldern unruhig umherhüpften und von kleinen flackernden Lichtern, die an bestimmten Stellen in der Nacht auftauchen. Ja, es ist also anzunehmen, dass es sich um energetische Anomalien dieser Orte handelt. Aber auch über die wichtigste steirische Nutzungsart der Lochsteine, den sogenannten Torhüter, möchte ich hier noch sprechen. Er hatte den Zugang von der Oberwelt in die Unterwelt zu bewachen. Mit dieser archetypischen Vorstellung bzw. Bezeichnung der Steine kommt man dann schon sehr nah an den einst tatsächlichen Verwendungszweck der Lochsteine und Menhire. Zumindest was den näheren und weiteren Raum um Vorau und wahrscheinlich auch den der gesamten Oststeiermark und auch Teile der Südweststeiermark betrifft. Also da Herr Dr. Kusch, wie gesagt, Wissenschaftler ist, bezieht er sich vor allem natürlich auf diese Gegend, die er persönlich untersucht hat. Deswegen spricht er meist von der Steiermark. Er bedauert auch permanent, dass weltweit an anderen Menhir-Standorten, Lochstein-Standorten, also wo man Ganganlagen vermuten kann, keine Forschungen betrieben werden. Er hat es jetzt eben mal, Gott sei Dank, sehr, sehr, sehr löblich, er hat es mal gemacht. Dann eben für sein Gebiet. Er ist ja da ansässig. Wenn sich nämlich ein Eingang zu einem unterirdischen Gang beim Haus befand, so wurde dieser in der Vergangenheit durch den Lochstein gekennzeichnet, beziehungsweise für den Eingeweihten ersichtlich gemacht. Ja, die stehen auch verstreut in der Landschaft, wenn sie noch in situ, also an Ort und Stelle stehen, wo sie hingehört haben. Und wenn man sich
diese wunderschöne österreichische Landschaft, die ja ganz ähnlich auch ist wie die bayerische Landschaft, da gibt es ja auch Ganganlagen. Wenn man sich das auch mal anschaut, ja, ohne quasi Hinweisschilder, diese Funktion sollen ja Meniere und Lochsteine haben, hätte man da vor allem auch in der Dämmerung wahrscheinlich die Eingänge gar nicht gefunden, wenn man sie gesucht hat. Das war also sehr klug und sehr vorausschauend, diese Lochsteine und Meniere da aufzustellen, damit man eben die Ganganlagen und die Eingänge, vor allem mal die Eingänge, zu der Zeit, wo sie benutzt wurden, auch finden konnte. Sonst wäre man dann ja also das ist ein sehr weitläufiges Gebiet mit Wiesen, Feldern und da wäre man ja darum geirrt zur damaligen Zeit und hätte da suchen müssen. Auch Trockensteinmauern laufen meist auf unterirdische Ganganlagen zu. Das muss auch noch erwähnt werden. Diese Mauern, die da in der Gegend stehen, scheinbar ohne, für uns heute scheinbar ohne Sinn und Zweck, keine Grenzmauer, keine Eingrenzung von Weiden oder sonst irgendwas, die stammen auch aus dieser Zeit. Das zeige ich vielleicht auch mal eine im Video. Und sind zum Teil heute noch recht gut erhalten, viele natürlich auch zerstört. Die liebe Kirche wieder, aber auch für Straßenbau. Die haben dann einfach, vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg, die Steine von den Mauern genommen und damit den Straßenbelag gemacht. Ja, tja. Aber es gibt immer noch, Gott sei Dank, Trockensteinmauern, die aber auch heute noch von Baggern da weggeräumt werden. Ne? Also, ich sage es ja immer, man müsste dieses Kulturgut schützen. Ne? Damit auch Menschen in 50 oder 100 Jahren mal noch so etwas sehen können. Das ist, wenn das so weitergeht, mit der ständigen Zerstörung von Kulturgütern, ist da nichts mehr da. Ja. Ja, also es gibt viele Theorien über die mögliche Nutzung der Lochsteine in der Vergangenheit. Bemerkenswert ist, dass jene Steine, die sich offensichtlich noch auf ihrem Originalstandplatz in situ an der Erdoberfläche befinden, genau über den unterhalb verlaufenden oberflächennahen Gängen und Verteilerkammern stehen und die Bohrung bzw. das Bohrloch den weiteren Verlauf des unterirdischen Ganges an der Oberfläche anzeigt. Ja, das war Sinn und Zweck der Lochsteine und der also in diesem Fall jetzt der Lochsteine, ne? Das Bohrloch, das sind ja die Lochsteine, dass man jetzt heute, wenn man da durchschaut, wenn sie noch am Originalschauplatz stehen, auf eine Kirche blickt, das hat eben damit zu tun, dass die Kirche zahlreiche Lochsteine und Meniere umgehauen hat und zunächst ein Holzkreuz draufgesetzt hat, später dann einen Bildstock. Oder gleich eine Kapelle beziehungsweise eine ganze Kirche dahingestellt hat. Es sind auch schon Kirchen komplett im Untergrund versunken. Tja, so kann es gehen, ne? Weil eben unter den Lochsteinen die Ganganlagen liegen. Ja, tja. Also, alle in Originallage befindlichen Lochsteine sind davon betroffen, dass sie also über unterhalb verlaufenden oberflächennahen Gängen stehen oder auf Verteilerkammern und das Bohrloch den weiteren Verlauf anzeigt vom Gang. Es besteht die Möglichkeit, dass sich bei diesen Steinen um Wegweiser bzw. Informationsträger handelt. Das habe ich ja schon gesagt, Hinweisschilder, um das ein bisschen plastisch zu machen. Damit kann man das durchaus vergleichen. Die einst den Verlauf des oberflächennahen unterirdischen Netzes an der Erdoberfläche, wie in den Wäldern und Almgebieten, gekennzeichnet haben, beziehungsweise heute noch dokumentieren, wenn sie nicht versetzt wurden. Der pragmatische Sinn
eines solch gewaltigen Netzwerkes, welches einst aus vielen Hunderten oder vielleicht auch Tausenden, teils tonnenschweren Steinen bestand und kilometerweit über die Erdoberfläche ausgebreitet war, würde darin bestehen, dass Eingeweihte die Eingänge zu dem unterirdischen System leicht und relativ schnell an der Oberfläche auffinden konnten. Sie mussten ja nur dem Verlauf der Menhirreihen oder den vorgegebenen Lochbohrungen der aufgestellten Steine folgen, um, egal in welche Richtung, man kann ja von zwei Seiten durch das Loch schauen, ja, auf eine Eingangsöffnung zu stoßen. Daran dürfte sich auch bis heute nichts geändert haben, wenn sie noch am Originalplatz stehen, nur dass die Eingänge eben oft nicht mehr original vorhanden sind, sondern vielfach überbaut oder zugeschüttet wurden. Auffallend sind auch die überaus vielen Kapellen und Martal, das sind diese Bildstöcke, christliche Bildstöcke hängt oft, gibt es in meiner Gegend auch, hängt oft auch Jesus am Kreuz dann dran, hat manchmal so ein Dächlein aus Holz drüber, damit die Figur nicht beschädigt wird, meist mit Blumen geschmückt, in christlich geprägten Gegenden. Es liegt die Vermutung nahe, dass viele von ihnen heute an jenen Stellen stehen, wo einst Lochsteine oder Menhire standen, die die Kammern bzw. Kreuzungspunkte und Verteiler und Gangverläufe des unterirdischen Netzwerkes anzeigten und auch heute noch anzeigen. Sie führen in einigen Fällen genau zu den teils noch offenen Eingängen. Bereits im Zeitraum der europäischen Christianisierung ab dem 4. Jahrhundert wurde zu Beginn alles Heidnische verbannt. Das Konzil von Nantes erließ im Jahre 658 bereits die Weisung, alle Steinmonumente zu zerstören, was sicherlich an vielen Orten auch erfolgte. Das gab es also mehrmals in mehreren Wellen. Ich glaube, die letzte Welle war 1685. Ja, also in der Neuzeit. Da hat man sie geflutet und mit zusätzlich mit tonnenschwerem Gestein, meterdick, verschlossen die Kirche. Aber mancherorts wurde das Nachleben heidnischer Kulte und das alte Brauchtum und die Verehrung der Megalithbauten durch die ansässige Bevölkerung auch benutzt, um sie für die eigene Religion zu instrumentalisieren. Das kennen wir ja von vielen Bräuchen. Von vielen heidnischen Bräuchen. An vielen Orten hat man die Steine umgeworfen und vergraben, an anderen Stellen in christliche Bauten wie Kirchen, Bildstöcke und anderes integriert. Dadurch wurde das uralte Informationsnetz, welches kilometerweit über der Erdoberfläche angelegt war, teilweise zerstört und das Wissen um die Bedeutung der Steine systematisch ausgelöscht. Ja. Über Generationen hinweg muss den Menschen dennoch etwas in Erinnerung geblieben sein, denn manche ältere Personen der Region sprechen heute noch darüber, dass sich unter den Martalen, also diese christlichen Bildstöcke und Kapellen, unterirdische Gänge befinden sollen. Ja. Die waren ja weiterhin da, wenn man sie nicht zugemauert hat, also zum Teil. Der Kirche waren übrigens, war die energetische Nutzung der Ganganlagen bekannt, nachweislich. Komme ich später noch drauf zu sprechen. Die wussten das. Ja. Ein Beispiel sei hier ergänzend angeführt, wo man beim Bau einer Wasserleitung in der Gemeinde Puschek, ja österreichische Gemeinde, auf einen unterirdischen Gang stieß, der genau auf einen etwa 10 Meter entfernten Lochstein zulief und unter ihm hindurch verlaufend angelegt war. Die Bohrung im Stein zeigte den genauen Gangverlauf an.
Allerdings können wir heute nicht mehr bei allen von uns registrierten, also von Herrn Dr. Kusch registrierten, über 300 vorhandenen Lochsteinen hundertprozentig nachweisen, dass es sich so verhalten hat, weil ja eben viele Lochsteine nicht mehr in situ, also auf ihrem ursprünglichen Platz im Gelände stehen. Ja, das erschwert die Forschung ungeheuer, also Hut ab vor dem Herrn Dr. Kusch, dass der sich da nicht unterkriegen lässt. Da würde ich verzweifeln, wenn also ständig die Steine versetzt und verrückt sind und allein diese christlichen Kreuze auf diesen Steinen, also nun ja, ich bin ja auch kein Wissenschaftler. Ja, also bereits der heilige Aurelius Augustinus, 354 bis 430, also noch früher als das, was ich eben erzählt habe, soll seiner Kirche nachstehenden Rat erteilt haben. Man zerstört nicht die Tempel, man zerbricht nicht die Götzenbilder, man haut nicht nieder die heiligen Haine. Man macht es besser. Man widmet und weiht sie Jesus Christus. Ja, das hat er in der Epistula 11 bis 12 an Publicula geschrieben. Ja, da weiß ich nur nicht, wer das ist. Ne? Also Aurelius Augustinus, Kirchenmann. Ne? Man hat auch teilweise aus den Lochsteinen Kreuzsteine angefertigt, den Teil mit dem Loch abgeschlagen. Der Lochstein hatte ja eine pyramidenförmig geformte Spitze. Das hat auch energetische Gründe. Ja. Später wurden auf Weisung der Päpste, wie zum Beispiel Gregor dem I. 590 bis 604 und Gregor dem IV. 827 bis 844 bewusst auf den alten Kultstätten neue Kirchen, Klöster und Kapellen errichtet. Das haben wir ja oft. Hm? Auch mit Versammlungsplätzen, dass man dann Kirchen draufstellt, dass sie allerdings auf Ganganlagen stehen, das oft, vor allem hier in der Steiermark, das war mir vorher nicht bekannt. Also von Ritualplätzen, das wusste ich schon. Also das hat man hier genauso gemacht. Hm? Oder man hat dem Adel solche Plätze übertragen, auf denen dann Burgen und Schlösser auf bereits bestehenden Grundmauern errichtet wurden. Hm. Aus der Megalithzeit. Hm. Haben sie dann Burgen und Schlösser draufgebaut. Plätze, die man nicht so einfach überbauen konnte, wurden satanisiert. Zum Beispiel Teufelsstein, Teufelskirche, Teufelstor und ähnliches. Ja, es ist anzunehmen, dass es auch im Raum um Vorau, die Stadt in Österreich, und in der gesamten Oststeiermark zu solch massiven Zerstörungen von megalithischen und auch jüngeren keltisch oder römischen Vorgängerbauten bzw. alten Relikten gekommen ist. Das heißt, dass man im Mittelalter und der Neuzeit Lochsteine und Menhire entfernte oder vergrub und danach Holzkreuze auf deren Platz errichtete, aber in einigen Fällen auch christliche Symbole in den Lochstein schlug bzw. darauf anbrachte. So konnten die Einheimischen immer noch ihre alten Riten und Bräuche an jenen Plätzen vollführen, die sie seit Jahrhunderten kannten, die aber nun kirchlich geprägt waren. Ja, bekannte Vorgehensweise. Allgemein ist die Kirche so vorgegangen, ja. Würde man neben diesen Kreuzen und Bildstöcken den Boden aufgraben, so würde man mit großer Wahrscheinlichkeit sehr schnell auf die umgelegten oder vergrabenen Großsteine stoßen. In einigen wenigen Fällen wurden sie ja in die Bauwerke integriert, um das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Ja, dann hat man sie in die Kirchenmauer eingemauert. Naja. Nun ist das Vorhandensein von unterirdischen Gängen unterhalb von Lochsteinen zwar eine Erkenntnis, auf die der Dr. Kusch zu Beginn des Jahres 2007 durch die Nachforschungen und Vermessungen gestoßen ist. Jedoch ist das Wissen um die unterirdischen Gänge
unterhalb von religiösen Baudenkmälern sehr alt und war in den Überlieferungen der Bevölkerung der Oststeiermark weit verbreitet. Also die wissen das noch. Ja, dann gibt es die Riegersburg in der Oststeiermark. Da zeige ich auch im Video ein Gemälde, die hat auch so eine Bildsäule vor sich stehen, also eine christliche Bildsäule, unter der vermutlich dann der unterirdische Gang seinen Eingang hat. Und allein rund um die Riegersburg existiert ein Gangnetz von weit über 100 Kilometern Länge, was für den Menschen des 21. Jahrhunderts nur sehr schwer beziehungsweise gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Ja, die Gänge und Kammern sind aber durch Kontrollmessungen zu finden, müssten aber noch durch Sondierungsbohrungen nachgewiesen werden. Ist ja auch teuer, das ganze Gelände aufbohren, ne? Wenn man keine Fördergelder bekommt. Oder ich glaube, mittlerweile bekommt der Herr Dr. Kutsch auch Fördergelder, aber anfangs hat er das auf eigene Kosten gemacht. Also 100 Kilometer, das ist nicht wenig. Ne? Diese Gänge sind zum Großteil nicht zugänglich, weil viele der Eingänge durch die Hangerosion oder von Menschen in der Neuzeit verschlossen worden sind. Ja. Allein rund um die Riegersburg, also diese Burg, sind 73 Gänge und Kammern von Herrn Dr. Kusch an der Basis des Burgfelsens in unterschiedlicher Tiefe eingemessen worden. Ja. Auch hier besteht die berechtigte Annahme, dass es sich bei den Gängen von der Riegersburg beziehungsweise den anderen Schlössern, da gibt es noch mehr, nicht um Gänge aus dem Mittelalter oder der Neuzeit handeln könnte, sondern um wesentlich ältere Gänge. Allein die riesigen Entfernungen unterstützen diese Hypothese, denn für einen nur 10 Kilometer langen Gang würden nach traditioneller Arbeitsweise zu dieser Zeit, also Hammer und Meißel, mindestens 165 Jahre benötigt. Wenn ohne Pause jeden Tag mit vielen Arbeitern an diesem Gang gearbeitet werden würde. 165 Jahre für 10 Kilometer mit Hammer und Meißel, wenn es überhaupt geht. Manchmal geht es gar nicht. Also das ist ja unmöglich. Was allein schon bei diesem langen Zeitraum unmöglich erscheint, zumal ja viele Generationen von Arbeitern und Auftraggebern dafür notwendig gewesen wären. Also 165 Jahre lebt ja niemand. Allein für die Verbindung zwischen der Riegersburg und dem Schloss Kornberg, einer Luftlinie von 7 Kilometern, wären im günstigsten Fall weit mehr als 100 Jahre notwendig gewesen, wollte man einen Gang aus dem Gestein hauen. Ja, die Gänge verlaufen nämlich nicht geradlinig, sondern gewunden, mit Kurven versehen, unter der Erdoberfläche dahin, und dadurch erhöht sich die Ganglänge ja nochmal beträchtlich. Ja, also das ist nicht möglich. Ja, das war jetzt mal der erste Teil von den Eingängen zur Unterwelt. Wie gesagt, also wenn man das wirklich ein bisschen erfassen möchte, dieses Gangnetz, dann muss man da schon ein bisschen weiter ausholen. Im nächsten Teil zeige ich dann auch unterirdische Ganganlagen und komme detaillierter auf die Bearbeitungsformen zu sprechen. Ja, also das lässt sich in einem Teil nicht machen, außer man macht es eben
Vollkommen oberflächlich, aber solche Videos gibt es schon bei YouTube. Ja, ich denke da immer an den mexikanischen Sender, der dann übersetzt wird von einem Kanal. Nun ja, also damit ist das Thema nur angerissen, aber ich wollte ja jetzt dann wirklich auch mal einen etwas fundierteren Überblick geben. Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr habt bis hierher durchgehalten und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich wie immer über ein Däumchen hoch und auch über eure Kommentare. Schreibt doch mal, was ihr von den Energiefeldern haltet, die diese Gänge beschreiben, was ihr von den Leuchterscheinungen haltet, die da aus der Erde aufsteigen. Es steigen auch bläuliche Dämpfer aus der Erde auf, das hat allerdings eher mit den Temperaturen zu tun. Zeige ich auch im Video ein Bild. Ja, und bis zum nächsten Mal, eure Silbenfee. Hallo, liebe Freunde, hier ist wieder die Silbenfee mit einem neuen Beitrag. Heute soll es um Teil 2 von Portale zur Unterwelt gehen, nämlich um Ganganlagen und schwarze Steine. Ja. Ich möchte nochmal hinweisen, ich habe jetzt auch einen Kanal auf Telegram. Die Verlinkung, die findet ihr wie immer unter der Videobeschreibung. Ja, ist noch ziemlich leer da, aber vielleicht interessiert es euch ja. Und deshalb sage ich es ihm nochmal. Ja, so, also. Man begann schon 1879 Erdställe zu untersuchen. Pionierarbeit hat dabei Ludwig Stampfer geleistet, der 1880 bereits einen Erdstall freigelegt hat. Er war der Stadtpfarrkaplan von Hartberg. Ja, es haben sich also erstaunlicherweise immer wieder Geistliche für diese Erdstelle interessiert. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Die Erdställe waren der einheimischen Bevölkerung bekannt. Es gibt allein in der Steiermark, also dem österreichischen Bundesland, auf das sich Herr Dr. Kusch in erster Linie bezieht bei diesen Forschungen, dort gibt es allein 120 Sagen über unterirdische Gänge, auch über über Mischwesen, die unterirdische Gänge und daran angrenzende Höhlen bewohnen. Zum Beispiel Wildfrauen mit anthropomorphem Aussehen, das bedeutet halb Mensch, halb Tier. Auch zwergenhafte Wesen kommen in diesen Sagen vor, denen man also als Heimat die unterirdischen Ganganlagen dazu geschrieben hat. Ja, und man findet eine Verbreitung der unterirdischen Anlagen bis nach Kärnten hinein, also vom Gebiet rund um Vorau und der Steiermark bis nach Kärnten. 1662 gab es ein Schreiben an den Erzbischof von Salzburg von der einheimischen Bevölkerung, die dazu angehalten wurde, diese Gänge zuzuschütten, warum sie das tun sollten. Ja, diese Unterlagen sind mysteriöserweise im steirischen Landesarchiv verschwunden. Da gab es einen Schriftwechsel. Der ist auch eingetragen, aber die Unterlagen, die sind nicht mehr da. Ja. Einige über 100 Meter lange Gänge unter der österreichischen Stadt Vorau sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Auch Herrn Dr. Kusch nicht. Da kann er nicht forschen. Dann gab es am 15. März 1580 ein sehr interessantes Schreiben von Abt und Propst zu Nievenburg, das entspricht heute dem Kloster Neuburg, der also eine Flutung mittels Schlammwasser und Steinen durch Umleitung eines örtlichen Baches in das Gewölbe angeordnet hat, um die betroffenen Gänge, Zitat, vor der Benutzung durch Katholiken und deren
Untergang ins Heidnische zu bewahren. Zitat Ende. Und in diesem Schreiben, das Herrn Dr. Kusch auch vorliegt im Original, spricht besagter Probst auch von der Erkenntnis vom hermetischen Brennleuchten nach den Erfahrungen des Geoffroy de Chagny. So, jetzt habe ich mich da mal schlau gemacht. Wer war denn Geoffroy de Chagny? Und da gibt es zwei mit diesem Namen, die aber miteinander verwandt sind. Also einmal gibt es Geoffroy de Chagny. Das ist der erste nachweisbare Eigentümer des Turiner Grabtuches. Der lebte von 1300 bis 1356. Ich glaube nicht, dass dieser hier gemeint ist. Es gibt dann aber noch den Geoffroy de Chagny. Und der war der Onkel von dem, von dem ich da zuerst gesprochen habe. Der lebte von 1251 bis zum 18. März 1314. Da wurde er nämlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Er war Templer, also Ritter des Templerordens, wurde zusammen mit Jacques de Molay, auch Templer, hingerichtet. Ja, und ich denke, dass, also wenn von den Erfahrungen des Geoffroy de Chagny gesprochen wird und der Erkenntnis vom hermetischen Brennleuchten, dann dürfte eher der Templer gemeint sein. Damit, es ist ja möglich, dass bei den Templern sich noch Wissen um die ursprüngliche Nutzung der Ganganlagen erhalten hatte oder dass sie eigene Rituale darin abhielten oder darin etwas gemacht haben, was nichts mit dem ursprünglichen Zweck zu tun hatte oder nur in Ansätzen. Das weiß man eben nicht. Das Wissen ist ja leider verloren. Ich zeige aber im Video Bilder von der Zwölf-Apostel-Zeche, auch einer Ganganlage, die wieder freigelegt wurde, die jahrhundertelang von einem Ableger des Templerordens genutzt wurde. Steht auf dem entsprechenden Bild auch drauf. Ja, bevor man die dann auch zugeschüttet hat, heute ist sie wieder freigelegt. Aber den Templerorden gibt's ja nicht mehr. Ja, also im besagten Schreiben, von dem wir hier gesprochen haben, vom 15. März 1580, erfolgt dann die Anweisung, Erdstelle und Gänge doppelt zu vermauern und zu schlemmen. Zitat, der heidnische, götzenhafte, unheilbringende schwarze Stein soll so verpackt werden, dass seine Kräfte nicht mit dem Schlamm in Berührung kommen können. Das gute Werk soll von einem Dutzend Wachen beäugt und das Volk ferngehalten werden. Zitat Ende. Also immer noch aus dem Schreiben von den Iden des März, das ist der 15. März, von Abt und Probst zu Nievenburg, was heute Kloster Neuburg heißt. Ja, dann steht noch bei diesem Schreiben darunter Exekutum est, das ist lateinisch, wurde durchgeführt, heißt das. Also das ist passiert. Ne? Die Ausführung dieser Flutung von Erdstellen und Gängen und Verschlemmungen und Einfüllen von Schlamm und so weiter hat 9 Jahre lang gedauert. Das waren kilometerlange Gänge. Ja. So, und man hat in den unterirdischen Ganganlagen, also beziehungsweise Herr Dr. Kusch hat in den unterirdischen Ganganlagen 4 schwarze Steine gefunden. Von denen zeige ich auch Bilder im Video. Da ist also ganz Erstaunliches passiert. Es handelt sich um die eben im Originalschreiben erwähnten schwarzen Steine, die da so verpackt werden sollten,
dass ihre Kräfte nicht mit dem Schlamm in Berührung kommen können. Das hat man dann auch gemacht. Man hat sie in vier übereinander liegende Sarkophage verpackt, die schwarzen Steine. Ja, und das hat man dann bei den Ausgrabungen und Untersuchungen eben wieder geöffnet. Und da waren sie eben drin. Ne? Also diese schwarzen Steine, vier schwarze Steine, die färben sich an der Sonne blau. Also ich zeige im Video auch ein Bild, wo sie noch in der vor dem also vor dem ebenfalls wieder mal zugemauerten Gangteil liegen. Da sind sie schwarz. Und dann zeige ich auch Bilder von den gleichen Steinen am Tageslicht. Da färben sie sich blau. Ich zeige auch ein Bild von einem angeblichen Stein der Weisen. Das habe ich aber extra dran geschrieben, damit da nichts verwechselt wird. Da komme ich später noch dazu, was ich da meine. Das steht dran, ne? Also Stein der Weisen ist nicht von Herrn Dr. Kusch in den Gängen gefunden worden. Das müsste eigentlich klar sein. Ja, so. Also die Körperenergie überträgt sich auf diese schwarzen Steine. Der Stein wurde innerhalb einer Stunde, also heute liegt er nicht mehr am Fundort, sondern in anderen Räumen, der wurde innerhalb einer Stunde komplett schwarz und blieb mehrere Tage so, bevor er dann wieder blau wurde. Ja, die Steine begannen von innen heraus zu strahlen. Es gibt, also Herr Dr. Kusch war mit einem Filmteam des ORF, das ist der öffentlich-rechtliche österreichische Sender, zu diesen Steinen mit Kamerateam und allem. Und einer der Kameramänner hat so einen schwarzen Stein berührt mit der Hand. Da gibt es, gab es dann einen Handabdruck. Das war im November 2014. Konnte man also auf dem Stein den Handabdruck sehen, dann ist der Handabdruck wieder verschwunden. Und der gleiche Handabdruck, zeige ich Fotos auch im Video, der zeigt sich wieder im Februar 2015 auf dem gleichen Stein, also 5 Monate später. Einer der Steine, also es sind ja vier schwarze Steine, die gefunden wurden, der zeigt das M aus der Donauschrift. Ja, also man hat dann diese Steine wissenschaftlich untersucht, nämlich die Montan-Universität von Lyon. Die fand bei der chemischen Untersuchung keine Erklärung für das Verhalten dieser Steine. Auch die Uni Graz nicht. Dort hat die Abteilung Mineralogie und Geologie diese Steine untersucht. Ja, also es ist nicht geklärt, wie das mit dem Handabdruck sich ereignen konnte. Man weiß auch nicht, welche Herkunft diese Steine haben. Und da, ja, also das Gestein konnte man nicht feststellen, was das für ein Gestein ist. Ne? Also nach Herrn Dr. Kusch handelt es sich in diesen Ganganlagen um energetische Verbindungen, die zur Entstehungszeit auch genutzt wurden. Ja. Die Geistlichen des Mittelalters wussten von den energetischen Verbindungen. Also die haben zwar immer gesagt, wir schütten das zu, da ist der Teufel drin und dies und jenes, aber die wussten sehr genau von den energetischen Verbindungen. Ich zeige dann auch im Video eine Karte mit angeblichen Hexenflugrouten, ja trauriger Fall. Die ist nämlich diese Karte ist von der Kirche zur Verurteilung von Hexen genutzt worden und zeigt angeblich Hexenflugrouten, so steht es auch drauf. In Wahrheit zeigt sie aber laut Dr. Kusch die Energieverteilung durch quarzhaltiges Gestein
in sogenannten Schottergängen. Ja, da wird also ja auch allein daran schon klar, dass der Kirche die Energieverteilung in den unterirdischen Gängen bekannt war. Sonst hätte sie ja nicht solche Karten besessen. Auch die Karte, von der ich im letzten Teil gesprochen habe, die Herr Dr. Kusch in einer, also beziehungsweise die in einer Kanonenkugel auf einem Dachboden zusammengerollt gefunden wurde und ihm übergeben wurde von Einwohnern, die zeigt ja auch, die zeigt die unterirdischen Ganganlagen unterhalb des Augustinerstiftes Vorau. Ja, also die Kirche wusste genau, wo diese Gänge sind und die wusste auch von der ursprünglichen Nutzung. Ja, leider sagt sie es uns nicht, sondern schüttet die Gänge zu. Und ansonsten ist dieses Wissen eben weitgehend verloren gegangen. Ja, also es gibt 574 Anlagen in der Steiermark im Freiland und 154 Anlagen unter Kirchen oder Häusern. Ja, und dann habe ich mal, also ich würde zu gern herausfinden, was es mit diesen Steinen auf sich hat. Also diese Steine faszinieren mich, diese schwarzen Steine. Es gibt auch noch einen schwarzen Stein in Fragmenten in Mekka, der aus dem paganen Steinkult der Araber noch stammt. Der ist aber leider nur noch in Fragmenten vorhanden, ist heute in Silber gefasst, pilgern auch heute noch Gläubige hin, stammt aber aus dem Steinkult, ne? Ist ja auch ein Stein, ne? Also sehr, sehr alt auch. Und den hat man untersucht, die Fragmente, die Bruchstücke, die noch da sind, und hat festgestellt, diese Fragmente in Mekka stammen von einem Meteoriten. Ja, das konnte man feststellen. Dann gibt es noch einen schwarzen Stein in Pyramidenform in Ägypten im Museum, zeige ich auch im Video. Der ist also bearbeitet. Die Steine, die Herr Dr. Kusch in den Ganganlagen gefunden hat, zeigen keine Spuren von Bearbeitungen. Dieser aber schon, sieht man ja deutlich, sieht aus wie eine kleine Pyramide mit Schriftzeichen. Das ist auch ein schwarzer Stein. Ja. Und die Pyramiden haben ja auch sehr viel mit Energieverteilung und Energienutzung zu tun, die Pyramiden in Ägypten. Ja, so, dann habe ich mal noch nachgeschaut, was mir aufgefallen war an dem Schreiben, das ich da eben vorgelesen habe, von diesem Abt und Propst zu Nievenburg vom 15. März 1580 mit dieser Anweisung, die Gänge per Schlammwasser und Steine vollkommen zu fluten und zu verschließen. Der spricht von der Erkenntnis vom hermetischen Brennleuchten und eben den Erfahrungen dieses Geoffroy de Chanet, denke ich. Ich denke, der ist es, der Templer. Nicht sein Neffe, der mit dem Grabtuch. Also der hat wohl kaum mit Hermetik etwas zu tun gehabt. Also die Erkenntnis vom hermetischen Brennleuchten, was kann das sein? Also Brennleuchten, das hat mich natürlich an Energie erinnert, ist ja klar. Und also die Hermetik, das kann ich jetzt nicht komplett erklären, das würde ja den Rahmen dieses Videos eindeutig sprengen, aber es entstand neben dem hermetischen Schrifttum, das eben zurückgeht auf Hermes, Trismegistos, das ist der Gründer, beziehungsweise dem schreibt man das zu, soll auch eine Verkörperung sein des ägyptischen Gottes Tod, der Hermes Trismegistos. Ja, also auf jeden Fall, es entstand neben dem hermetischen Schrifttum mit religiös-philosophischen Offenbarungen auch eine umfangreiche Literatur, die praktisch verwertbare naturkundliche Kenntnisse des Hermes Trismegistos vermittelt.
Dabei sollte es sich um ein von Trismegistos enthülltes Wissen über verborgene Naturgesetze, Naturkräfte und okkulte Zusammenhänge handeln. Heute bezeichnet man diese Schriften als technische Hermetika, sogenannte, ne? Da sie okkulte Techniken beschreibt, mit einer Vielzahl von magischen, astrologischen und alchemistischen Vorstellungen. Sie bieten nutzbare Kenntnisse über die Natur und ein Wissen über verborgene Kräfte von Tieren, Pflanzen und Steinen. Es geht um verborgene Naturgesetze, Naturkräfte und okkulte Zusammenhänge. Ein wichtiges Thema ist die Verwertung astrologischer oder magischer Kenntnisse für medizinische Zwecke. Und Trismegistos schreibt auch über Alchemie. Ja, Alchemie ist ja die Umwandlung von Metallen in andere Metalle, generell von Stoffen in andere Stoffe. Also die Alchemisten haben nicht nur versucht, Gold herzustellen, die haben schon auch einiges anderes gemacht. Und bei den Alchemisten gab es ja den Stein der Weisen, beziehungsweise der wird für fiktiv gehalten, also man glaubt nicht, dass es den real gegeben hat. Ich zeige ja im Video mal ein Bild, wo jemand einen Stein der Weisen fotografiert haben will, ne? Also der ist rot, der sieht auch schon anders jetzt aus als die vier Steine, die Herr Dr. Kusch gefunden hat. Aber ich wollte es trotzdem mal zeigen, einfach mal als Anregung, als Idee, was es mit diesen Steinen vielleicht, was sich da noch erhalten hat an Wissen. Irgendetwas muss es ja auf sich haben mit diesen vier Steinen in den Gängen. Ja. Ja. Also Herr Dr. Kusch sagt, es scheint so, als ob das unterirdische Reich, Zitat jetzt, ne, es scheint so, als ob das unterirdische Reich aus einem zurzeit noch unbekannten Grund bewusst aus dem Wissen aller Menschen getilgt werden sollte. Ob es im 16. Jahrhundert mit der Bekämpfung frühchristlicher Sekten zu tun hatte, weiß man nicht. Es kann heute angenommen werden, dass es ein Geheimnis von großer Bedeutung gewesen sein musste, das damals wahrscheinlich nur wenigen Eingeweihten zugänglich war und heute offensichtlich gänzlich in Vergessenheit geraten ist. Ja, Zitat Ende. Also, es wurde ja auch alles dafür getan, damit es gänzlich in Vergessenheit gerät. Also, wenn man natürlich die Gänge flutet, schwemmt, zumauert, die Menhire verrückt, verstellt und woanders hinstellt, geht natürlich dieses Wissen um die Ganganlagen, ne, wo sind die, und auch um die Nutzung der Ganganlagen verloren. Das war ja Sinn und Zweck der Übung, was die Kirche da gemacht hat. Das sollte ja verloren gehen und das ist mal wieder gelungen. Man weiß es ja nicht mehr. Also man kann eben nur versuchen, an dem zu forschen, was man noch hat. Und mit den vier schwarzen Steinen hat man eben nicht allzu viel herausfinden können. Außer, dass die sich also
ausgesprochen auffallend verhalten, diese Steine. Ja, was glaubt denn ihr, wozu diese schwarzen Steine in den unterirdischen Gängen benutzt wurden? Schreibt eure Meinung doch mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Herr Dr. Kusch spricht im Zusammenhang mit Gängen ja auch von Sende- und Empfangsstationen. Jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit den Steinen. Gut, aber wir sind ja jetzt keine Wissenschaftler. Wir können uns ja mal überlegen, was es könnte es denn auf sich gehabt haben damit. Ja, also wie gesagt, schreibt eure Meinung doch mal in die Kommentare, wenn ihr mögt. Und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen hoch und ein Abo, wer noch keines hat. Und natürlich auch über eine kleine Spende. Und bis zum nächsten Mal, eure Silbenfee. Hallo, liebe Freunde. Hier ist wieder die Silbenfee mit einem neuen Beitrag. Ja, es geht um Portale zur Unterwelt Teil 3, Ganganlagen und die Kirche und Sinn und Zweck der Ganganlagen. Überlappt sich. Ja, also ich habe ja schon in Teil 2 von dem Schreiben vom 15. März 1580 gesprochen, in dem eine sogenannte Schlemmung der Anlagen rund um Kloster Neuburg angeordnet wurde, also das Kloster, und es gibt natürlich auch die Stadtkloster Neuburg, also die ganze Stadtkloster Neuburg ist untertunnelt. Ja, und das wurde auch durchgeführt, diese Anweisung vom 15. März 1580. Das verlinke ich euch nochmal, weil wenn ich das jetzt alles nochmal erkläre, wird es ja für diejenigen langweilig, die das schon gesehen haben. Da gibt es aber noch mehr. Zum Beispiel die Geschichte des Universitätsprofessors Dr. Johannes Wolfgang Neugebauer. Ja, der hat auch in Kloster Neuburg Forschungen und Untersuchungen angestellt. Wer war das genau? Er hat dieses Schreiben, von dem ich gerade gesprochen habe, ursprünglich entdeckt. Das war er, der Universitätsprofessor Dr. Johannes Wolfgang Neugebauer. Der war auf der Uni in Wien beschäftigt und als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundesdenkmalamtes tätig. Da hat er also jahrzehntelang die Vergangenheit des niederösterreichischen Raumes insgesamt erforscht. Und er hat also auch zahlreiche Bücher publiziert über die Vor- und Frühgeschichte Österreichs. Und in seinen letzten Lebensjahren beschäftigte er sich dann speziell mit den unterirdischen Anlagen und Erdstellen von Kloster Neuburg und der Umgebung. Ja, und er hatte wohl konkrete Hinweise auf ein höheres Alter und auf die frühere ursprüngliche Nutzung von Erdstellen entdeckt, denn er hat eine Aussage getätigt, dass seine neuen Erkenntnisse das historische Wissen um die Menschheitsgeschichte auf den Kopf stellen würden. Er entdeckte eine relativ große unterirdische Anlage nahe bei Gritzendorf, die laut seiner Planskizze, er hat eine Planskizze angefertigt, mehrere hundert Meter lang zu sein schien. Und die konnte man den Erdstellen zurechnen, aber mehrere hundert Meter lang. Ja, sie besaß auch eine Kreisgangsanlage im unteren nordwestlichen Abschnitt. So eine Kreisganganlage zeige ich auch hier im Video. Die hat nur einen Eingang und geht eben, wie der Name schon sagt, im Kreis. Das führt all diese Theorien, es handelt sich um Fluchtorte, um Verstecke, um Vorratsspeicher und so weiter, ad absurdum, also ins Unmögliche
Vor allem das mit der Flucht, also als Depots sind schon manche Erdsteller im Mittelalter und der Neuzeit genutzt worden. Das war aber nicht ihr ursprünglicher Zweck. Und bei dieser Kreisanlage, die nur einen Eingang hat und eben einen Kreis bildet, wäre es vollkommen sinnlos, sich da rein zu flüchten. Das würden höchstens die Schildbürger tun, denn wo soll man denn dahin flüchten? Da kann man ja nur im Kreis laufen und die hat nur einen Eingang. Also da würden die Verfolger wahrscheinlich noch nicht mal da reingehen. Die würden Feuer legen vor dem Eingang. Ist auch mehrfach so passiert, sind die Leute in der Anlage erstickt. Ja, und hier kann man also deutlich sehen, dass die Anlage von irgendwelchen Fluchttunneln, was da immer behauptet wird, nicht der ursprüngliche Zweck war. Kann ja mal sein, es sind ja viele Leute erstickt in diesen, die dann wirklich da reingeflohen sind, als Österreich auch von den Türken angegriffen wurde und so weiter. Ja, aber daran sieht man ja schon, dass das als Fluchtwege und Verstecke eben wenig Sinn macht. Also jedenfalls Professor Dr. Johannes Wolfgang Neugebauer, wie gesagt, der hat also auch eine Kreisganganlage in diesem Kritzendorf innerhalb der ganzen Anlage entdeckt. Vielleicht auch mit Schlupfen, das weiß man nicht. Es existiert keine Beschreibung von dieser Anlage, nur die erwähnte grobe Handskizze. Und diese Anlage, die liegt heute auf Grundstücken der Kirche. Besitzt mindestens zwei Eingänge, die allerdings verschlossen beziehungsweise nach dem Tod von Herrn Neugebauer, von dem Universitätsprofessor, wurden sie mit Schotter verfüllt. Ja, das war ganz abenteuerlich, weil der Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Neugebauer, der hatte einen Termin mit der örtlichen Zeitung, einen vereinbarten Interviewtermin mit einem Reporter der Kronenzeitung, um es ganz genau zu sagen, und wollte, was er herausgefunden hatte, über die Anlage in Kritzendorf der Öffentlichkeit mitteilen. Ja, dann wenige Stunden zuvor verstarb er aber nur 52 Jahre alt, überraschend an einem Herzstillstand. Damit hatte niemand gerechnet. Bis dahin war der Mann gesund, 52 Jahre alt. Ja, und damit konnte er dem Reporter der Kronenzeitung eben nichts mehr mitteilen über seine Entdeckungen. Und die Kirche hat in dieser Angelegenheit letztendlich den Mantel des Schweigens darüber ausgebreitet. Wurde alles mit Schotter verfüllt, was er entdeckt hatte, und kommt man heute nicht mehr rein. Also er hat in einer seiner letzten Publikationen noch einen kurzen Hinweis auf diese Handschrift von 1580 geführt, aber aus welchem Grund auch immer wurde genau die Publikation niemals veröffentlicht. Das ist also ein recht rätselhafter Fall, sagen wir es mal so. Kann sich ja jeder mal so seine eigenen Gedanken dazu machen. Anlagen, die der Herr Professor Neugebauer entdeckt hat, die hat man mit Schotter dann verfüllt. Und in Vorau, das hatte ich ja schon gesagt, das ist das andere Kloster, also Kloster Neuburg, hat ein Kloster und die ganze Stadt heißt so. Und Vorau hat auch ein Augustinerkloster. In beiden Städten wurde auch ganz ähnlich verfahren. Also in Vorau hat man ja die Ganganlagen geschlemmt. Das hatte ich in Teil 2 ja schon vorgetragen. Und man kann davon ausgehen, dass also die Kirche
wohl nicht nur im östlichen Bereich von Mitteleuropa oder in Österreich speziell das Zuschütten der Erdstallanlagen vorgenommen hat, sondern auch im westlichen Teil von Mittel- und Westeuropa, also in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, möglicherweise auch in anderen heutigen Staaten. Es könnte eine europaweite generelle Anweisung zum Versiegeln dieser speziellen unterirdischen Orte gegeben haben. Ja, also allein in Österreich gibt es in 4 Kirchenarchiven Unterlagen zu diesem Thema. Auch in Deutschland gibt es mindestens in 2 Archiven Unterlagen zu diesem Thema. All diese Archive sind aber für niemanden zugänglich. Also auch für Herrn Dr. Kusch nicht, dessen Ausführungen ich ja hier folge. Da hat niemand Zugang. Es könnte also eine generelle dogmatische Anweisung vom Vatikan gegeben haben, von der wir aber heute immer noch nichts wissen, weil eben kein Zugang vorliegt. Interessanterweise sind Naturhöhlen von diesen Verschlussaktionen mit Einleiten von Bächen, tonnenweise Auffüllen von Geröll bis zur Decke, dann Bäche einleiten, damit eben Schlamm entsteht, und das ist ähnlich dann wie Beton. Also Naturhöhlen waren davon nicht betroffen. Ja, interessanterweise. Die wurden zwar dämonisiert und zum Sitz des Bösen erklärt, aber nicht geschlemmt und auch nicht mit Tonnen von Gestein verfüllt. Eben nur die unterirdischen Gänge und unterirdischen Anlagen, die ganz offensichtlich künstlich entstanden sind. Also so viel eben zur Dämonisierung. Man hätte das gemacht, weil angeblich da der Teufel drin saß im unterirdischen Gang. Da hätte er ja in Naturhöhlen auch sitzen müssen. Man vermutet einen Mindestradius von 10 Kilometer Luftlinie oder länger für die vermutliche Ausdehnung von unterirdischen Anlagen rund um Kloster Neuburg, also rund ums Kloster und rund um die Stadt. Also die ganze Altstadt und Kloster Neuburg ist keine so riesengroße Stadt. Also das praktisch ist Kloster Neuburg, kann man sagen, komplett untertunnelt. Es besteht aber auch von Seiten der Gemeinde Kloster Neuburg oder der Stadt Kloster Neuburg offenbar wenig Interesse, diese Gänge zu erforschen und wieder freizulegen, was natürlich auch mit hohen Kosten verbunden ist. Also wer da Gänge freilegt und der Sache auf den Grund geht, sind neben Dr. Kusch vor allem Privatpersonen, zum Beispiel die Familie Scherer-Ottenfels am Stadtplatz von Kloster Neuburg, die mit eigenen Mitteln ihren Keller freigelegt hat, den geschlemmten Geheimtreffpunkt der 12 Apostelzeche. Also Zeche ist übrigens ein österreichischer Begriff für eine Handwerker. Vereinigung, ne, die sich, also das bedeutet Zeche, ne, die sich da wohl auch getroffen haben oder versammelt haben. Ne. Also diese Familie Scherer-Ottenfels, die hat urgeschichtliche Fundstücke entdeckt beim Freilegen auf eigene Kosten der Gänge unter ihrem eigenen Keller. Ne. Ich zeige auch urgeschichtliche Fundstücke im Video, also eine Steinzeitgöttin. Die Figur konnte man auf 8500 Jahre zurück datieren. Sieht sehr ähnlich aus wie die Figurinen aus der Donau,
Kultur. Ja, und die haben immer so einen Vogel- oder reptilienähnlichen Kopf, sage ich mal. Ja, gehen die Meinungen auseinander, was es nun darstellt, ne? Also die Familie Scherer-Ottenfels nochmal, die hat außerdem ein römisches Bad freigelegt, eine Alchemistenstube, alles unter ihrem Keller, und eine frühchristliche Kirche. Ja. Also mache ich gerne Werbung für. Ich habe ja auch Zuschauer aus Österreich. Also wer sich da in der Nähe von Kloster Neuburg mal aufhält oder da mal hinfahren möchte, das ist sehr empfehlenswert. Ja, und Herr Dr. Kusch wiederum, der hat unter der 12-Apostel-Zeche, zu der auch das gehört, was die Familie Scherer-Ottenfels da freigelegt hat, ne, das sind so Nebengänge der 12-Apostel-Zeche. Der Dr. Kusch hat starke elektromagnetische Felder unter der 12-Apostel-Zeche festgestellt. Und ja, die hat also Verbindungen zu kilometerlangen Kellersystemen. Ne? Man vermutet einen Mindestradius von 10 Kilometern. Und der Steinring zum Einstiegsschacht zu Anlagen in Kloster Neuburg, der ließ sich auf 8500 Jahre vor heute datieren, also in die Jungsteinzeit. Ja, und nun gibt es Ja, und außer dem Universitätsprofessor Neugebauer, dessen Fall ich da ja gerade erzählt habe, gibt es auch noch einen geistlichen Würdenträger der Kirche, der aber auch mittlerweile verstorben ist. Dieser war allerdings 87 Jahre alt, ist 2014 verstorben. Das war der Bibliothekar, Archivar des Augustiner-Chorherrenstiftes Kloster Neuburg, auch ein Universitätsprofessor, der Dr. Dr. Floridus Helmut Röhrig. Ja, und der hat 53 Jahre lang das Archiv vom Stift Kloster Neuburg verwaltet und betreut und unzählige Bücher veröffentlicht, hat sich sehr mit Erdstallforschung beschäftigt, ja, und hat sich mit Herrn Dr. Kusch in Verbindung gesetzt, weil er das, was er herausgefunden hat, an die Nachwelt weitergeben wollte. Ja, der sagt also auch, dass in seinem eigenen Chorherrenstift die jüngeren Brüder, also gemeint sind jetzt Mönche, von diesen Erdstellen gar nichts mehr wissen. Das geht also auch da verloren. Der Vatikan weiß es aber. Also da geht es nicht verloren, aber er wollte das eben
Also der Dr. Röhrig, Dr. Röhrig, das ist anscheinend sehr wichtig mit den akademischen Titeln, deshalb zähle ich die dann auch alle auf. Ja, also der hat Herrn Dr. Kusch Folgendes ja, überbracht, ne, gesagt, oder hat er diktiert und nochmal selbst überprüft. Das werde ich jetzt mal wörtlich zitieren. Also, Dr. Röhrig, der Archivar vom Chorherrenstift Kloster Neuburg, der sagt Folgendes: Erdställe zeigen unterschiedliche Frequenzen auf. Ein Erdstall ist beispielsweise 50 Meter lang und für die Frequenz der Schicht, die er trifft, an der Mündung. Er hat immer ein Pendant. Das Pendant hat dieselbe Frequenz. Das ist wie Ein- und Ausgang. Zwischen Ein- und Ausgang ist gewachsener Boden, vielleicht Fels. So wurden immer wieder Erdstallkarten gezeichnet, die Orte wie A und B verbinden. Sie verbinden sie meist nur energetisch. Es gibt laut Neugebauer, auf den bezieht er sich, und einem verstorbenen Bruder, also einem Mönch, einem Chorherr, wohl kilometerlange Gänge, aber die meisten sind kurz. Sie dienten jener Frequenz, den Menschen Kraft zu tanken, böse Gedanken zu vertreiben, Energie, und das war früher wichtig, zu erlangen. Es gab früher keine Medizin und dergleichen, und die Menschen waren im Allgemeinen schwächer. Karten mit Verbindungen solcher Erdställe, die oft nicht durchgehen, wurden von der Kirche des Mittelalters fehlgedeutet und als Flugrouten von Hexen oder Gänge des Teufels angesehen. So eine Karte zeige ich auch im Video wieder. Ja, weiter mit Herrn Dr. Röhrig, Zitat: Sie dienten als Beweismittel bei Hexenprozessen. Die Karte mit den Flugrouten der Hexen, zum Beispiel auf der Riegersburg, das zeige ich im Video, ist eine Kopie einer damals in Kirchenkreisen bekannten Erdstallkarte. In der Kirche sagt niemand Erdstall, sondern Fundamentallinie oder Grundlinie. Die jüngeren Kollegen und Brüder wissen gar nichts darüber. Also musste die Kirche die Erdstelle, wenn sie vom Teufel bzw. von Hexen zum Wettermachen genutzt wurden, verschließen. Später schämte man sich der Hexenprozesse und das Thema musste erneut vom Tisch. Und man befürchtete, in Erdstellen Beweise für die Fehlbarkeit der Kirche in den Hexen- und Zaubererverfolgungen zu finden. Und in der NS-Zeit sah man die Hexen als Hüterinnen der germanischen Urreligion und als erste Opfer der Kirche, die man weghaben wollte, an. Es gab bis 1944 eine Geheimstaffel, die für die NS das Wesen der Hexen bzw. der vermeintlichen germanischen Urkultur erforschte. Es wurden Zonen des Betretungsverbotes an einigen Städten mit Erdstellen und Kammern eingerichtet, um die Bevölkerung von deren Erforschung fernzuhalten. Man glaubte sogar darin, mit deren Energie die Geheimwaffe gegen die Alliierten zu finden. Dafür wurden teilweise sogar die Bewohner kurzfristig ausgesiedelt. Immer noch Zitat Dr. Röhrig. Ich zitiere: Die Chorherren von Kloster Neuburg zum Beispiel wurden enteignet und später restituiert. Also musste die Kirche wieder die Erdställe, Kammern und dergleichen als Werk des Bösen ansehen und das Wissen darüber verbannen. Aber in einem Kloster geht Wissen niemals verloren. Es wird nur irgendwo anders gut aufbewahrt. Bis die Zeit reif ist und andere Generationen, die davon nichts mehr wissen, die Information wiederfinden. Wie gesagt, die Energien der Erdstelle sind da. Auf alten Kultstätten stehen die meisten Klöster, Kirchen und dergleichen. In der Antike prägte man den Begriff Phlogiston. Das bedeutet ältere Lehre von Verbrennungsvorgängen. Es gibt Energieentladungen.
Zur Freude Chanets soll, so sagt man, auf fremdartige Wesen bei Erdstellen beschrieben haben, die man als bedrohlich ansah. Über Chanet habe ich in Teil 2 auch schon gesprochen. Weiter mit Dr. Röhrig. Die Kirche beobachtete, dass Personen, die sich mit sogenannten paranormalen Phänomenen beschäftigten, häufig Psychosen und dergleichen bekamen, besessen wurden und lehnte auch deshalb die Beschäftigung von Christen mit archaischen Riten ab. Ursache dürfte sein, dass manche Menschen mit der starken Energie nicht umgehen können. Die tritt auch nur dann zutage, wenn Eingang Erdstall und Ausgang Erdstall beide offen sind. Diese Energien, auf denen Kirchen und Klöster erbaut wurden, halfen auch oft, die Bevölkerung an diesen Ort, also an die Kirche, auf die darauf gebaut wurde, das meint er, an diesen Ort Kirche zu binden, oft auch von der Kraft abhängig zu machen. Mit dem Verschwinden der Fundamentallinien durch Verschütten der Erdstelle schwindet die Energie und damit auch die Anzahl der Besucher der Einrichtung. Ja, Zitat Ende. Ja, ist also dem Mann hier ja hoch anzurechnen, dass er vor seinem Tod das mitgeteilt hat, dass man wenigstens das jetzt mal weiß. Also es ist allerdings so, also laut Herrn Dr. Röhrig sollen heute noch rund ein Kubikmeter Handschriften, die größtenteils in Mittelalterlatein verfasst sind, existieren, die das Wissen aus dem Mittelalter und der Neuzeit um diese unterirdischen Anlagen beinhalten. Allerdings wurde deren Zugang für die Öffentlichkeit durch eine Verfügung des Vatikans in Rom vor 15 Jahren wiederholt gesperrt. Ja, da hat also niemand Einsicht. Man hat diese Sperre dann mehrmals verlängert, die Handschriften erneut umgelagert. Die waren mal im Zweiten Weltkrieg, angeblich, ist nicht ganz sicher, im vierten Kellergeschoss des Stiftes Kloster Neuburg. Das vierte Kellergeschoss dieses Stiftes gehört zu einer unterirdischen Anlage. Ja, dann wurden sie aber mit der Verlängerung der Sperre umgelagert. Heute weiß man nicht, wo sie sind. Herrn Dr. Röhrig soll es noch mindestens 4 weitere Kirchenarchive in Österreich und mindestens 2 in Deutschland geben, wo sich alte Unterlagen zu diesem Thema oder wenigstens Teile davon befinden. Die sind aber eben nicht öffentlich zugänglich. Ja, das wollte ich euch mal mitteilen. Das wirft natürlich die Frage auf, warum sind diese Unterlagen nicht zugänglich? Was ist eigentlich mit dem Wort Tiefe gemeint? Könnte das auch etwas Größeres, Unterirdisches, eine ganze Unterwelt sein? Es gibt ja weltweit, also in Nordamerika, in Südamerika, in Afrika, in Europa, in Asien, sehr viele Mythen, Sagen und Legenden, in denen auch berichtet wird, dass die Menschen sich bei globalen großen Umweltkatastrophen wie Meteoriteneinschläge, Hitze, Feuerstürme, Frost, Flutwellen und so weiter unter die Erde zurückgezogen haben. Ja, also überall sind heute, also die sind ja nicht nur in Österreich jetzt die unterirdischen Anlagen, das ist ja hoffentlich klar geworden. Also es sind tausende unterirdische Anlagen vorhanden, die in einigen Fällen viele Jahrtausende alt sind. Ja, und das Besondere daran ist eben, je älter diese Anlagen sind, umso präziser sind sie aus dem Fels gearbeitet worden. Bei den jüngeren Anlagen, die sind auch teilweise im Mittelalter ausgebaut worden, nicht gebaut, sondern
ausgemauert, erhöht, ne? Weil sie waren ja so niedrig. Da hat man das Gefühl, dass das Wissen um die Steinbearbeitung später in manchen Hochkulturen verloren gegangen ist. Ne? Weil was dann im Mittelalter erweitert, erhöht und ausgebaut und ausgemauert wurde, ist lang nicht mehr so präzise wie die 8500 Jahre alten Gänge. Ne? Da fragt man sich ja, wieso? Ne? Ja, also da ist eben vieles verloren gegangen. Umso interessanter und wichtiger wäre es natürlich, dass man an diese Unterlagen, die der Vatikan sperrt, mal drankommt, also dass Forscher da mal drankommen, ne? Die das mal genau analysieren können. Bevor eben, es werden ja immer noch, auch bei Straßenbau, bei Häuserbau, also Herr Dr. Kusch beschreibt Fälle, wo dann Baufirmen, denen verschwinden die Stützpfeiler ins Nimmerwiedersehen, ins Erdreich, unter Kellern, und da machen die Stahlbeton drüber und bauen da weiter um und aus und teilweise Parkanlagen, und die alten Häuser in Kloster Neuburg, die werden auch abgerissen und durch moderne Bauten mit viel Glas und so weiter ersetzt. Ne? Tja, und irgendwann ist möglicherweise dann eben nichts mehr da. Ne? Also man muss auch bedenken, das sollte ich vielleicht mal noch sagen, je nachdem, wo ihr so wohnt, also diese Anlagen sind auch jetzt schon nicht mehr komplett. Also ich würde eher abraten, auf eigene Faust jetzt reinzugehen. Also Grundbesitzer, die sowas finden, die gehen dann schon mal ein paar Meter weit, aber jetzt also nicht sich da reinsetzen und versuchen, da Energien zu tanken oder dergleichen, weil auch die Belüftungssysteme zugeschüttet sind. Ne? Das war ein perfektes System, aber da man das teilweise zerstört hat, ist weder der Energiefluss noch der, der er mal war, noch funktioniert es gut mit der Belüftung. Also Herr Dr. Kusch hat selbst schon sich zurückziehen müssen aus unterirdischen Anlagen, die er entdeckt hat, weil da die Mäuse tot am Boden lagen. Ne? Die sind erstickt. Also das ist natürlich klar. Da ist schon Vorsicht anzuraten. Hm? Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung dazu ist, auch zu dieser kirchlichen Sperre vom Vatikan, und ob ihr eine generelle Anordnung ortsübergreifend europaweit für möglich haltet im 16. Jahrhundert. Es ist ja so, wer das, ich meine, das sind natürlich Millionen Kosten, wenn das reicht, das wird nicht reichen, ne? Die also allein schon in Kloster Neuburg 10 Kilometer lange Ganganlagen von der Gemeinde jetzt wieder freizulegen, das geht in die Millionen Kosten. Das muss saniert werden, ja auch der Schlamm, den man im 16. Jahrhundert eingeleitet hat, der hinterlässt Spuren am Mauerwerk. Ne? Das kostet auch viel. Hm? Also das könnte auch der Grund sein, hm? Warum man das sperrt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Silbenfee. Hallo, liebe Freunde, hier ist wieder die Silbenfee mit einem neuen Beitrag. Heute soll es um Portale zur Unterwelt Teil 4 gehen, unterirdische Siedlungen, was man so alles entdecken kann, wenn man mit offenen Augen durch den Wald geht. Ja, ich beziehe mich wieder auf Herrn Dr. Heinrich Kusch in meinen Ausführungen auf sein Werk Versiegelte Unterwelt, und er bezieht sich ja in erster Linie auf die Steiermark, aber man kann solche Hinweise auf unterirdische Siedlungen europaweit finden, also natürlich nicht nur in Österreich, in der Steiermark. Ja, dort hat man aber zahlreiche geschliffene Steinbeile gefunden, die dann von Bauern auf Feldern, in Wäldern oder beim Hausbau
gefunden wurden und die waren auf keinen Fall aus dem Mittelalter, das waren neolithische Steinbeile, also aus der Steinzeit. Und die weisen ja bereits darauf hin, dass es Siedlungen aus dem prähistorischen Zeitraum in diesem Gebiet gegeben haben muss. Irgendjemand hat ja diese Steinbeile, ich zeige auch eins im Video, hinterlassen. Ja. Ja. Und es gibt verschiedene Hinweise im Wald und teilweise auf dem Feld, die eben auf prähistorische Siedlungen hindeuten, wie beispielsweise Trockenmauern, Siedlungshügel und Steinterrassen. Zeige ich auch Bilder im Video von all diesen Hinweisen und diesen Zeichen. Und diese Terrassen, also die Steinterrassen, müssen mit frühen Siedlungsformen zu tun haben. Nur erstaunlicherweise liegen die meist senkrecht zum Steilhang und oft auch in großer Höhe. Man findet also keine erkennbaren für menschliche Behausungen geeigneten und eingeebneten Flächen, wie sie eigentlich für Höhensiedlungen in Europa charakteristisch sind. Ja, daraus kann man eben schließen, dass die Siedlungsweise nicht oberirdisch auf eingeebneten Flächen verlaufen ist, sondern anders verlaufen sein muss. Die Eroberung des alpinen Bereiches durch den Menschen begann mit der langsamen Erwärmung Europas nach der letzten Eiszeit, also etwa 11.600 Jahre vor heute. Das wäre etwa 9.500 vor der Zeit. Also wir wissen ja diese neue Datierung mit Before Present, vor heute. Ja, also da muss man dann, wenn man die Alte haben will, entsprechend umrechnen. Also die letzte Eiszeit 9.500 Jahre vor der Zeit etwa hat die geendet. Dann wurde es wieder wärmer und damit begann dann die Eroberung des alpinen Bereiches. Also im Übergang von dem Jungpaläolithikum zum Mesolithikum, also in der mittleren Steinzeit. Die Vegetationsdecke dürfte damals sehr gering ausgeprägt gewesen sein, weil wir ja vorher eine Eiszeit hatten. Was auch den Bau der Steinkammern an den Berghängen beispielsweise in Österreich erklären könnte, weil ja nur sehr wenig Bäume und damit nur sehr wenig brauchbares Holz vorhanden war, dass die also deswegen Steine für den Bau genommen haben. Mesolithische Siedlungen sind in dieser Zeit in Europa vor allem an den Küstenregionen zu finden, aber eben auch im zentralen Bereich existierten ortsfeste Wohnplätze, die oft durch zahlreiche Grabfunde gekennzeichnet sind. Über die mittlere Steinzeit ist relativ wenig bekannt. Es gibt gerade mal 28 Höhlenfundplätze, also Höhlen jetzt, in ganz Europa, nämlich in Rumänien, Russland, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und im skandinavischen Bereich. Also das sind jetzt die 28 Höhlenfunde. Das ist ja nicht sehr viele. Ja, und durch diese neolithischen Lochbeile und Steinklingen, die man in der Steiermark gefunden hat, konnte man dort die Anwesenheit des Menschen vor rund 7000 Jahren in diesem Gebiet belegen. Und
Herr Dr. Kusch hat dann weitergesucht und es fielen ihm rund um Vorau hunderte bis zu 4 Meter tiefe Hohlwege auf. Ich zeige auch einen solchen Hohlweg im Video. Diese Hohlwege werden heute von deutschen Archäologen als Autobahnen der Vorzeit bezeichnet. Also das sind Handelswege und Handelsrouten. Oft verlaufen sie über Berge und durchziehen eben die Landschaft. Ja, gibt es aber nicht nur in der Steiermark. Also ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit im Saarland in einem solchen Hohlweg gespielt habe. Ich wusste eben nur nicht, dass das ein Hohlweg ist. Also die gibt es in ganz Europa. Mhm. Ja, viele werden von Grundbesitzern dann verfüllt, weil sie für moderne Waldarbeit zu eng, störend und unpraktisch sind. Manchmal wird ihr Verlauf auch für den Straßenbau genutzt. Ja, aber sie wurden jahrtausende lang von Menschen begangen oder befahren und von einigen führten auch gemauerte Zugänge in alte unterirdische Anlagen. Das war also verbunden und vernetzt. Es gibt Hohlwege auf Berggipfeln, die vom Gipfel aus sternförmig in alle Richtungen senkrecht zu den Hängen wegführen. Ja, und man muss natürlich erst einmal wissen, was das ist, damit es einem überhaupt auffällt. Ich verlinke euch auch unter diesem Video mal ein Video, ich suche ein schönes raus, von meinem lieben Freund Waldgeist, der also ebenfalls, wie auch Herr Dr. Kusch, solche Hinweise auf Siedlungen in seinem Bundesland Baden-Württemberg untersucht, also Hohlwege, Trockensteinmauern sucht er da auf, Siedlungshügel. Da bekommt ihr mal einen Eindruck, sind auch sehr schöne Videos. Manchmal ist er auch mit Bernd Krautlohr unterwegs, der macht ähnliche Sachen oder die gleichen Sachen sozusagen. Ja, dann bekommt ihr da also 30 Minuten wunderschöne Bilder von solchen Siedlungsplätzen. Ja, und es handelt sich bei diesen unterirdischen Kammern um unterirdische Schutzräume, die also oft unter Steinhügeln liegen. Das muss man eben wissen. Ich zeige auch solche Hügel im Video, sonst denkt man, also es fällt einem sonst gar nicht auf. Meist sind aber eben unter diesen Steinhügeln solche Schutzräume aus Trockensteinmauern gebaut oder eckig, oval, gibt es alle möglichen Formen. Manchmal mehrere Meter lang und mit Verbindung zu anderen unterirdischen Gängen wiederum. Ja, also das sind keine Grabanlagen, sondern Bereiche, in die der Mensch sich zurückgezogen hat, um zu überleben. Mhm. Es kann natürlich durchaus sein, dass solche Kammern in späterer Zeit dann auch mal als Grabkammer genutzt wurden. Das ist damit nicht ausgeschlossen. Es geht aber darum, wozu sie ursprünglich gedient haben. Also, weil ich höre schon wieder die Leute, die da jetzt dann wieder sagen werden, ja, das sind mittelalterliche Grabkammern. Mag sein, dass in der einen oder anderen Kammer im Mittelalter mal jemand bestattet worden ist. Dafür wurde sie aber nicht gebaut. Und die Bauweise ist eben auch nicht mittelalterlich. Ja, diese Steinhügel deuten eben, wie gesagt, auf unterirdische
kann man hin, fast immer kann man danach gehen. Die sind natürlich überwachsen und überwuchert. Also die Steine, die sieht man erst auf den ersten Blick. Manchmal liegen sie in der Nähe von alten Gehöften und werden dann fälschlicherweise mit diesen Gehöften in Verbindung gebracht und für Kellergewölbe gehalten. Gut, aber es baut ja niemand einen Keller 100 Meter vom Gehöft weg. Ja, also für den gesamteuropäischen Raum wäre diese Art von Siedlungsstruktur, also unter dem Waldboden in den Berghang hineingebaute Kammern mit Trockenmauern und Überlagplatten, einzigartig. Ja, das gibt es also sonst so nicht. Ja, ich zeige auch im Video mal ein Flugzeug, das von Archäologen benutzt wird, damit man mal sieht, dass es also mit hochmodernen Mitteln auch untersucht wird. Das ist ein zweimotoriges Flugzeug, Diamond DA-42 MPP. Ja, also technisch erklären kann ich euch das nicht, aber das hat eben eine Laserscan-Einrichtung an der Spitze, das sieht man ja auch auf dem Foto, und kann damit hochaufgelöste Gebietsscans durchführen, die dann sich aus Milliarden von Messdaten zusammensetzen, die dann mittels einer speziellen Software und eines Hochleistungscomputers ausgewertet werden können. Und das ist so genau, dass es auf diesen Gebietsscans sogar einzelne kleinere Steine abbildet. Ja, damit überfliegt man also Gebiete, in denen man Siedlungsräume vermutet oder wo man schon Steinhügel gesehen hat zu Fuß, weil man eben vieles aus der Höhe auch besser erkennt. Ja, die errichteten Steinterrassen deuten auch oft auf Siedlungsplätze hin. Also unterirdisch, ich spreche immer noch von unterirdischen Siedlungsplätzen. Zeige ich auch im Video drei hintereinander errichtete Steinterrassen, bei denen, also speziell bei diesen Terrassen, ist Zweck und Alter derzeit unbekannt. Da äußere ich mal die Vermutung, da sie an einem Berghang liegen. Das ist meine persönliche Vermutung, sage ich nochmal ganz deutlich, ne? Also ich vermute da, ja, die könnten den Hang vielleicht gegen Erosion geschützt haben. Also bei Starkregen können an Waldhängen, Berghängen, es ist ja eine Hanglage, die drei Steinterrassen, ganz schöne Sturzbäche entstehen, die natürlich den Boden abtragen. Vielleicht wollte man das verhindern mit diesen Steinterrassen. Das ist aber nicht belegt. Also das vermute ich mal. Vermute ich mal so. Weil ich solche Bodenerosionen schon gesehen habe nach Starkregen. Ja. Also es können von diesen Siedlungseinheiten zwischen 10 und 120 Steinkammern pro Siedlungsplatz vorhanden sein. Das ist also ganz unterschiedlich. Und es ist eben anzunehmen, dass diese Schutzräume in der Vergangenheit vermutlich über Jahrtausende hinweg von Menschen immer wieder aufgesucht und vereinzelt auch über die Römerzeit bis in die Neuzeit hinein genutzt wurden. Die waren ja schon da. Da gibt es also beispielsweise in der Steiermark die sogenannte Franzosenhöhle, also ebenfalls eine Steinkammer, die dann auch bei Überfällen der Franzosen auf Österreich, die liegt bei Miesenbach in Österreich, diese Höhle, auch bei Überfällen
genutzt wurde. Also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, vor etwa 200 Jahren, haben sich da Frauen versteckt in dieser Franzosenhöhle. Die wurde aber nicht da erst erbaut. Also bei der TCN-Methode, das ist eine Datierungsmethode, hat man Gesteinsproben von einer Deckplatte am Eingang der Franzosenhöhle entnommen, alles per Film dokumentiert, wo genau man das entnommen hat. Und man hat diese Probe mit der TCN-Methode datiert und kam auf ein Alter von 10.893 plus minus 393 Jahre, also die können es mehr oder weniger gewesen sein, vor heute. Ja. Also 10.893 Jahre vor heute. Das sind 8.893 Jahre vor der Zeit. So, also das bedeutet, dass diese Deckplatte, die man da untersucht hat, vermutlich vor knapp 11.000 Jahren von Menschen bearbeitet, an diesen Ort gebracht und beim Bau der Steinkammer eingefügt worden war. Ja, interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Ergebnis der Datierung des über 10 Kilometer entfernt gelegenen Gruber-Steinganges, die dann 10.382 Jahre plus minus 288 Jahre vor heute beträgt. Ja, auffällig ist die Zeitgleichheit dieser beiden Objekte, nämlich eine Periode zwischen 10.000 und 11.000 Jahren vor heute. Und beide Objekte, also die Franzosenhöhle und der sogenannte Gruber Steingang, weisen die gleiche eindeutig megalithische Bauweise auf. Das ist natürlich kein Zufall. Also, ja. Da ist man dabei, also auch noch weitere Datierungsserien durchzuführen, auch von anderen unterirdischen Objekten, um das alles dokumentieren zu können. Und aber schon heute kennt man also in dem Gebiet rund um Vorau mehrere solcher unterirdischen Siedlungen. Ja, und über 10 vermutliche Siedlungseinheiten mit zahlreichen Schutzkammern konnte Herr Dr. Kusch bis 2020 registrieren, wobei ein Ende da noch nicht abzusehen ist. Ne? Also ich habe ja eben schon gesagt, zwischen 10 und 120 Steinkammern können pro Siedlungsplatz vorhanden sein. Ja, und die sind also eindeutig dem prähistorischen Zeitraum zuzuschreiben. Man hat sie ja auch datiert. Traurig ist natürlich, dass auch diese Steinkammern von Raubgräbern geöffnet und zerstört werden, wenn diese sie erkennen und finden. Außerdem werden eben viele Hügel mit Baggern dem Erdboden gleichgemacht, weil sie dann bei der Waldarbeit stören und im Wege sind. Ja, also das ist natürlich tragisch. Dem müsste unbedingt Einhalt geboten werden, weil diese eingeebneten Hügel, die sind ja für immer für die Nachwelt verloren. Und schon die nächste Generation wird gar nicht mehr wissen, wo der Hügel war, beziehungsweise wo dann die darunterliegende Steinkammer sich befunden hat. Ja, das wollte ich mal noch ergänzend anfügen zu meiner Reihe Portale zur Unterwelt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch bei Waldspaziergängen oder Waldwanderungen einmal solche Hohlwege oder Steinhügel aufgefallen sind, auch Trockenmauern. Die stehen dann für uns heute etwas sinnlos in der Gegend rum, sage ich mal. Also
Die tauchen einfach plötzlich im Wald zum Beispiel auf, weil wir ja heute nicht mehr wissen, wo genau die Siedlungsplätze verlaufen sind. Das waren eben Begrenzungen. Für diese Siedlungsplätze stehen meist auch mit unterirdischen Ganganlagen in Verbindung, die ja auch wieder mit Siedlungsplätzen zu tun haben. Ja, dann freue ich mich über ein Däumchen hoch, wenn euch das gefallen hat, und begrüße nochmal ganz herzlich die neuen Abonnenten und bis zum nächsten Mal, eure Silbenfee. Hallo, liebe Freunde, hier ist wieder die Silbenfee mit einem neuen Beitrag. Heute soll es um Teil 5 von Portale zur Unterwelt gehen. Das wird dann der letzte Teil mit der Steinbearbeitung in der Mittelsteinzeit. Und es geht auch um die Arbeitsweise an Ganganlagen. Und wenn euch die Reihe Portale zur Unterwelt gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine kleine Spende. Die Bankverbindung findet ihr wie immer unter dem Video. Ja, die Relikte einer derzeit noch unbekannten Megalithkultur in Mitteleuropa erstaunen immer noch die Gemüter. Durch TCN-Datierungen wurde ein Alter von über 10.000 Jahren ermittelt für die Ganganlagen. Ich spreche jetzt von den Ganganlagen. Diese stammen also aus dem Mesolithikum. Das dauerte bis 5800 vor der Zeit und hat begonnen um 9600 vor der Zeit. Ja, ich zeige dann in diesem Video vom Menschen bearbeitete Steine im Gegensatz zu natürlich verwitterten Steinen bzw. Gesteinsbrocken. Da zeige ich nur einen mit Scherflächen, das schreibe ich aber dann gesondert dran, damit man mal den Unterschied sieht zwischen künstlich bearbeiteten Steinen und Gesteinsbrocken sind ja auf mehrere Tonnen schwer und natürlich verwitterten Steinen, um auch mal diese ewige Diskussion um natürliche Verwitterung oder gar Frostsprengung zu beenden. Dies kann man nämlich anhand der im Gestein vorhandenen Quarzadern ganz einfach feststellen. Dann ist nämlich nicht nur der Stein abgeschnitten, sondern auch die in ihm gelegenen Quarzadern. Bei diesen glatten Flächen, die man dann vor sich sieht, ich zeige da ja Bilder, kann man eben, wie gesagt, feststellen, dass auch die Quarzadern abgeschnitten sind. Das kann bei natürlicher Verwitterung nicht passieren. Ja, also die Frage ist, wie und mit welchen Werkzeugen wurde an den tonnenschweren Steinen und in den Gangstollen gearbeitet? Tiefbauexperten sprechen von sogenannten Schremmspuren, die an den Wänden mancher Gänge zu sehen sind. Ich zeige dann auch mal eine moderne Schremmmaschine aus heutiger Zeit. Ja, damit man mal ein Bild bekommt, wie man überhaupt solche Schremmspuren erzeugen kann, ne? Mit welchen Maschinen aus heutiger Zeit, in der heutigen Zeit, das gemacht wird. Offen bleibt die Frage, ob man von Hand oder maschinell geschremmt hat bei den Ganganlagen. Schremmen von Hand ist allerdings bei quarzhaltigem Felsgestein nicht möglich, weil kein Mensch einen so großen Druck auf eine Felswand ausüben kann, der ein Abziehen, also dieses Schremmen von kompaktem Fels möglich machen würde. Auch Hammer und Meißel bringen keine solchen Resultate, denn dabei würden größere oder kleinere Gesteinsbrocken aus der Wand ausbrechen. Das würde man sehen. Es wurde dann von Herrn Dr. Kusch, dem ich ja nach wie vor in meinen Ausführungen folge, nach der Idee seines Mitarbeiters,
Herrn Dr. Peter Ulle ein besonders starker Industriemagnet eingesetzt. Ja, er nennt also seinen Mitarbeiter, dessen Idee das war, finde ich ganz toll, weil man hat ja oft genug den Fall, dass also Mitarbeiter dann nicht genannt werden und deren Einfälle als eigene Ideen verkauft werden. Also deshalb nenne ich diesen Mann auch, der die Idee hatte, ne, der Herr Dr. Peter Uller aus dem Team von Herrn Dr. Kusch eben mit dem Industriemagneten. So. Und mit dem Industriemagneten konnte man nachprüfen, ob sich in den Arbeitsspuren an der Felswand noch Metallreste oder Abrieb von den Werkzeugspitzen befindet. Damit ließen sich eisenhaltige Gesteinspartikel herausfiltern. Dabei stellte sich auch heraus, dass die Innenseite der Werkzeugspuren an den Stollenwänden einst verglast war. Dies belegen Raster-Elektronen-Mikroskopaufnahmen, die von der Karl-Franzens-Universität in Graz durchgeführt wurden. Ich zeige dann auch eine Aufnahme, also von einem Eisenspan, erstmal das Fundstück und dann in großer Vergrößerung, damit man das erkennen kann. Man erkennt auf der geschmolzenen Oberfläche, die ist also geschmolzen, die Gesteinsoberfläche, wie verglast eben, ne? Erkennt man eine Kugel, die einen Eisenkern hat, der während der Arbeit vom verflüssigten Gestein eingehüllt wurde, sonst wäre er auch nicht mehr da. Also nur deshalb ist der Span überhaupt noch erhalten. Und solche zusammengerollten Eisenspäne entstehen dann, wenn die Spitze eines Werkzeugs mit großer Kraft auf eine harte Stelle trifft und sich ein Span von ihr löst. Also man könnte auch Splitter sagen. Span oder Splitter. Weiterhin ist dies der Beweis dafür, dass an der Werkzeugspitze, die diesen Span gelöst hat, eine Temperatur von weit über 1200 Grad Celsius geherrscht haben muss, die das Gestein verflüssigt und den Eisenspan überzogen hat. Sonst wäre der längst korrodiert nicht mehr da, dieser Eisenspan. Aber wie ist das möglich? Welches Werkzeug kann eine so hohe Temperatur an seiner Spitze erzeugen? Sind das maschinelle Arbeitsspuren von einem stark rotierenden Gesteinsfräskopf? Das fragt man sich eben. Die Werkzeugspuren sind bis zu 3 cm tief und rund 40 cm lang an den Felswänden und stammen von stumpfen Werkzeugspitzen in Dreiecksform. Das konnte man also bei entsprechenden Scans sehr gut erkennen. Kein normaler Eisenmeißel verfügt über eine so stumpfe Spitze. Dann wäre es ja kein Meißel. Ein Meißel hat ja eine Spitze. Und nicht abgerundet oder stumpf. Ist ja klar, ja. Damit scheidet also der Meißel für die Herstellung des Ganges aus. Die Ergebnisse werfen aber neue Fragen auf. Gab es Eisen, beziehungsweise in diesem Fall Stahl, schon tausende von Jahren früher? Schließlich sprechen wir hier vom Mesolithikum, also der mittleren Steinzeit. Die sogenannte Eisenzeit, in der das Hauptmetall, das zur Werkzeugherstellung benutzt wurde und überhaupt auch für Gefäße, wo das dann Eisen war, die beginnt ja erst etwa im 7. Jahrhundert vor der Zeit. Aber nicht 8000 vor heute. Nach der offiziellen Geschichtsschreibung gibt es da kein Eisen. Ja. Und durch sogenannte Mikrosonden-Analyseauswertungen der Eisenspäne zeigte sich, dass es sich nicht um natürliche,
im Gestein vorkommende Eisenreste, also Eisenoxid, handelt. Das gefundene Eisen wurde technisch hergestellt. Es handelt sich um eine Legierung aus Eisen, Sauerstoff, Mangan, Aluminium, Silizium, Kalium, Calcium, Titan und Chrom. Das führe ich also extra detailliert auf, weil es gibt auch natürlich vorkommendes Eisen. Das setzt sich aber so nicht zusammen. Ja, und diese Proben stammen aus einem Felsgang, der vor über 10.000 Jahren aus dem Gestein geschremmt wurde. Dies kann man durch Datierung des dem Felsgang vorgebauten Trockenmauergangs, die über 10 Meter lange Verwitterungszone im Eingangsbereich und die Arbeitsspuren im Gang selbst einwandfrei belegen. Ja. Betrachtet man sich diese Fakten, muss man sich eingestehen, dass etwas mit unserer Kenntnis vom frühen Vorkommen von Eisen in den vergangenen Kulturen nicht stimmen kann. Ja, wie ja so vieles nicht stimmt. Was ich auch sehr interessant fand, was Herr Dr. Kusch aber leider weiter nicht ausgeführt hat, ist das mit dem verglasten Stein. Wegen der Verglasung überhaupt hat sich ja nur, also wegen dem verflüssigten Gestein hat sich ja nur dieser Eisenspan erhalten. Das habe ich ja eben gerade erklärt. Also die Werkzeugspitze muss eine Temperatur von weit über 1200 Grad Celsius gehabt haben und hat also diesen Stein verflüssigt. Ja, und also ich persönlich, das kommt jetzt nicht von Herrn Dr. Heinrich Kusch, ich habe mir dann, also ich stelle mir schon länger die Frage, sagen wir es mal so rum, was eigentlich mit dem Aushub aus diesen Felsgängen, das sind ja teilweise kilometerlange Ganganlagen, was mit dem Aushub an Gestein eigentlich passiert ist. Der liegt ja weder darin noch davor. Also das tonnenschwere Gestein, mit dem diese Gänge dann später von der Kirche verschlossen wurden, hat man ja eigens dahin gekarrt. Also das war nicht das, was da schon lag, sondern das hat man extra dorthin gebracht. Das war ja eine sehr aufwendige Aktion dann auch. Ja, aber wo ist denn das, was durch diesen Hohlraum entstanden sein muss? Hat man das weiterverwendet oder also das müssen dann ja eventuell Gesteinsbrocken gewesen sein? Ja, und auf jeden Fall habe ich mir dann die Frage gestellt, ob man nicht vielleicht mit einem entsprechenden Werkzeug, das 1200 Grad Celsius erreichen konnte, an der Spitze diese Gänge quasi ins Gestein hineingeschmolzen hat, ob das nicht möglich wäre, weil dann gäbe es ja keine Gesteinsbrocken oder irgendwelche ausgehobelten, also gehobelt hat man ja nicht, aber irgendwelche Überreste von dem, was vorher an Fels vorhanden war. Und ihr kennt ja sicher alle auch diese Bilder von Mauern, beispielsweise der Inka und auch andere Mauern, die so exakt aufeinander passen, dass also keine Rasierklinge oder nicht mal ein Blatt Papier dazwischen passt, wo sich ja viele heute noch fragen, wie das denn vor sich gegangen sein kann. Und wenn es eine Methode gegeben hat, Gestein zu schmelzen zur damaligen Zeit, dann würde das, das ist aber meine persönliche Vermutung, ne? Muss ich ja nochmal betonen jetzt, ja, ja. Also ich vermute mal wieder, ist meine Vermutung,
ob es nicht sein kann, dass man auch diese Mauerelemente, dass das verflüssigter Stein war, die man dann in diese Form quasi gegossen hat. Diese Theorie gibt es schon. Und ich frage mich eben, ob das nicht bei den Gängen auch so passiert sein kann. Also in der Wissenschaft ist immer noch unbekannt, mit welchen Werkzeugen und auf welchem Wege man nun diese Ganganlagen angefertigt haben kann. Auch Herr Dr. Kusch, der stellt ja keine Vermutungen auf, sondern der hält sich an Belege, da er ja eben Wissenschaftler ist. Der spricht vom Eisenspan und wie man den gefunden hat und wie sich das erklärt, aber folgert daraus weiter nichts, weil man bisher nicht weiß, wie es gemacht wurde. Ja, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas für möglich haltet oder wie ihr euch diese enormen Temperaturen an der Werkzeugspitze erklärt, ne? Also wie man geschrammt haben könnte an den Felswänden. Diese Arbeitsspuren sind ja deutlich zu sehen. Ne? Also was ihr da an Ideen habt, was das für technische Geräte gewesen sein könnten. Also ihr wisst ja, ich folge nicht Alien-Theorien und Präastronautik-Theorien. Ich traue durchaus Menschen der mittleren Steinzeit Technik zu, schon aus dem einfachen Grunde, dass das Gehirn damals schon genau so entwickelt war beim Homo sapiens wie unser heutiges Gehirn. Warum hätten sich diese Menschen nicht so etwas überlegt haben können? Also die Gänge sind ja nun mal da und man konnte sie ja mit TCN-Datierung auch so datieren. Also ich halte das durchaus für möglich, was ich eben erstaunlich finde, dass von diesem Wissen der Gesteinsbearbeitung überhaupt, also dass es komplett verloren ging. Das finde ich erstaunlich, weil so etwas ja eigentlich hätte weitergegeben werden müssen. Von einem, ich sag jetzt mal Techniker, zum nächsten Techniker oder ja, dergleichen. Also wieso wusste man schon bei den Römern meines Wissens, also sind mir keinerlei Berichte bekannt, die haben zwar Ganganlagen genutzt, die aber schon vorhanden waren und haben dann beispielsweise römische Bäder mit Fußbodenheizung hineingebaut in die schon vorhandenen Gänge. Die müssen sich ja unglaublich gewundert haben, was da für Gänge vorhanden sind. Aber also mir ist nichts bekannt an irgendwelchen Aufzeichnungen der Römer zum Beispiel. Die Gänge müssen ja auch schon da gewesen sein, als die Kelten da waren. Gut, die haben ja gar nichts Schriftliches hinterlassen. Die Germanen müssten auch auf diese Gänge gestoßen sein, wenn sie ja aus dem Mesolithikum stammen. Gut, gibt es jetzt von den frühen Germanen ja auch keine schriftlichen Aufzeichnungen. Also auf jeden Fall, wieso wissen die Nachfolgekulturen, die nach der Megalithkultur, nach der mittleren Steinzeit hier in Mitteleuropa ansässig waren, wieso ist denen von dieser Steinbearbeitung überhaupt nichts mehr bekannt? Ja, das frage ich mich. Wieso ist dieses gesamte Steinbearbeitungswissen, so nenne ich das mal, diese Technik, wie man diese Ganganlagen gefertigt hat, wieso ist die komplett verloren gegangen? Ja, vielleicht habt ihr dazu ja auch eine Idee. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Das wollte ich unbedingt mal noch anfügen. Auch die von Menschenhand bearbeiteten Steine und Gesteinsbrocken wollte ich unbedingt mal noch zeigen. Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Däumchen hoch.
Und bis zum nächsten Mal, eure Silbenfee.